Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei einer schrecklich, schrecklich, schrecklich netten Familie. Ja, ich bin Mr. Mörb und an meiner Seite ist der liebe Günther Shadow. Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und auch salvierte Spectatores. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Kampagne. Ich glaube übrigens, dass ich mit der Trulla, warte mal, wenn du hier stehst, ne? Warte mal, hat die Sabine Clerici, hat die da irgendwie, die hat immerhin ein paar Einheiten hier in der Möglichkeit, ne? Aber ich kann ja nur die Truppen aus der Arche rekrutieren, ne? Das ist ja eigentlich auch nicht so geil. Dann pass auf, dann gehst du hier hoch und die hier mergen wir mal, das spart uns ein bisschen Geld und dann nehmen wir noch 3 Schützen mit. Und jetzt müssen wir noch ganz viele Fraktionen den Krieg erklären. Upti-du. Ja, das ist fantastico. Du weißt, wenn da Bretonen dabei sind, Bretonen neigen in diesem Spiel dazu, eine ganze Menge Zeit zu haben. Ich muss mal gerade schauen, wer ist denn noch der am wenigsten ätzende? Thorgrim kann ich auf jeden Fall schon mit dem Krieg erklären, oder? Ja, will muss der ja sowieso. Will er da irgendwo noch dem Krieg beitreten? Hat er relativ wenig Bock, ne? Ich kann mal trotzdem fragen, wen fragen wir denn? K&K, Lothan, Verbannte von Neck oder die Ertrunkenen? Ich weiß es nicht. Da kommt er bestimmt rüber geschippert. Er hat keinen Bock, okay. Wen hassen die denn normalerweise so? Clan Rictus vielleicht? Hat er auch keinen Bock, okay. Dann kann ich ihm. Warte mal, dann gucken wir mal gerade. Ist der mit irgendjemandem. Der ist mit dem Imperium verbündet. Okay. Also mit Reikland. Und Nordland ist auch mit Haganeth und dem Imperium und den Weltenwandlern verbündet. Das heißt also, den können wir aber auch so den Krieg erklären, glaube ich, ne? Das ist also relativ uninteressant. Ich suche Fraktionen, die noch nicht im Krieg mit einer nämlichen Fraktion sind, damit ich anbieten kann, einem Krieg beizutreten. Hier, Carcassonne ist im Krieg mit Lothan, aber das ist auch blöd. Wenn wir denen den Krieg erklären, sind wir auf jeden Fall auch mit allen Bretonen wiederum im Krieg. Das macht es ja dann relativ unkompliziert, ne? Das heißt also, ich kann, weil von diesen Fraktionen keine Fraktionen miteinander im Krieg sind, das ist natürlich auch kacke, ne? Kann ich hier auch nichts anbieten? Das ist echt kacke. Das ist echt dämlich. Wow, Imperator Karl Franz ist echt mit allem verbündet. Das ist scheiße, ne? Ja. Das ist echt obermies und charakterlos auf jeden Fall. Nordland ist wenigstens noch mit Karl Franz im Krieg. Das kann ich ihm ja mal anbieten hier. Komm hier, Krieg beitreten. Nee, ich kann Karl Franz gar nicht wählen, weil wir mit dem schon im Krieg sind. Okay, aber ich kann ihn fragen, ob er zum Beispiel... Ich musste dir mir den Krieg erklären. Ah, okay, das war das. Alles klar. Ich kann ihn fragen, ob er Winterzahn den Krieg erklären will. Das möchte er aber nicht. Ja, die haben alle zu viele Kriege an der Backe, ne? Dann komm hier. Dann machen wir es kurz. Da funktioniert eh nichts. Klar. Dann, Ah ne, mit Kuron sind wir noch nicht im Krieg. Okay. Ah, möchtest du vielleicht hier dem Krieg beitreten? Nein, alles klar. Okay, dann Krieg erklären. Jawohl. Ich habe in der Zeit gerade eben mal meine Städte umbenannt, um irgendwas zu tun. Das Ding darf ich noch nicht umbenennen, schade. Super, wir haben jetzt mit ganz vielen Imperiumsfraktionen Krieg. Das Gute ist, bei den Zwergen, die haben schon alles konföderiert, was es auf diesem Planeten gibt. Deswegen relativ unspektakulär, wenn wir denen auch noch den Krieg erklären. Übrigens, das Lustige ist, ich habe mit denen gar keinen Krieg. Weißt du warum? Weil ich kein Großhafenbesitzer bin. Ich sehe die nicht. Nee, gut. Ja, dann hast du Glück, dass ich einen Großhafen habe. Jetzt bist du auch mit denen im Krieg. Nö, bin ich nicht. Ich kriege ja keine... Ich kriege keine Meldung. Ah ja, okay.
So, dann dann sind wir aber wieder mit allem im Krieg. Und ich glaube, ich kann die Runde ansonsten beenden. Achso, ja, doch, komm, hier für 1600 bauen wir das einmal aus. So. Heidewitzka, ey. Hier geht's rund, Kinder. Ich werde das noch bei meinem Tyrion-Let's Play sagen. Das ist inzwischen auch schon gekommen. Ich hätte am liebsten so einen Bot, so einen Anti-Friedensbeauftragten, weißt du, der dann halt ja, Junge, das automatisch das, macht. Ja, das wäre praktisch. Übrigens gerade, König Kura kann mich tatsächlich angreifen. Das ist doch unmöglich. Der war doch gerade noch bei der Folterschlucht, oder? Dachte ich. Ich frage mich ernsthaft, wie das gehen soll. Der ist so weit weg. Und der war im Gewaltmarsch. Und ich habe im Gewaltmarsch hätte er mich erreicht. Ne? Ja, aber ja. Er kommt auch im normalen Marsch an mich ran. Genau dasselbe habe ich auch beobachtet bei meinem Tyrion-Let's Play. Da macht es nämlich einer der Zwerge mit mir. Und er erreicht eine Stadt, die er eigentlich niemals hätte erreichen dürfen. Ich überlege gerade, ob ich dem Typen da irgendwelche Verluste beibringen kann, aber... Dann renn halt einfach weg. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Warte mal kurz. Ja, ja, das werde ich auch machen, aber warte mal, schnell. Sehe ich hier irgendwo... Geschwindigkeit 36, die ist zu lahm, ne? Hat der irgendwie... Was hat denn der? Da sitzt doch bestimmt einer auf dem Gaul oder so. 31, Geschwindigkeit 76, ja, dann kann ich es leider vergessen. Ansonsten wäre das möglich gewesen. Jetzt nur noch gefehlt, dass er nochmal hinterher setzt, weißt du? Ja, das kommt vielleicht noch, ich kann es nicht sagen. Nee, er läuft weg, okay. Man sieht schon, dass die schon... Oh, da musst du dich jetzt aber wirklich ernsthaft drum kümmern hier, ne? Ja, da sind zwei Fullstacks. Aber ernsthaft, ne? Das ist niemals möglich. Das ist unmöglich. Das kann einfach nicht sein. Oh, ja, man merkt in manchen Situationen, dass die KI schon schamlos cheatet, ne? Also das ist safe gecheatet. Alter, ich war so weit weg. Der war doch im Gewaltmarsch, oder habe ich mich da geirrt? Ich gucke das ansonsten nachher nochmal nach in meinem letzten Part. Da hätte man es eigentlich sehen müssen. Es ist halt insofern blöd, weil ich jetzt eine Runde nicht rekrutieren konnte, ne? Weil er mich hier angegriffen hat. Ja, aber ich glaube manchmal, dass gerade deswegen, dann setzt die KI das Cheaten ein, um dich zu stören bei deiner Aktion. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube... Hier ist es jetzt zum Beispiel so, hier wird mir die Bewegungsreichweite falsch angezeigt, weil meine Einheit die Bewegungsreichweite blockiert, ne? Das wird mir falsch angezeigt. Da kann der tatsächlich weiterlaufen, ne? Aber es ergibt einfach... recht wenig Sinn. Naja, egal. Wir werden da trotzdem unseren Kopf irgendwie aus der Schlinge ziehen und So, kann ich da... Vielleicht greift er den Tempel des Kane an, wenn ich Glück habe. Das wäre gar nicht so doof. Sechs schnell. Ich baue da jetzt lieber das da noch rein. Und vielleicht hat ja einer meiner Agenten mal wieder Erfolg zur Abwechslung und kann mal irgendwas machen. Waren ja auch leider bisher nicht so von Erfolg gekrönt. Tod, das ist echt so schön. Arsch der Welt. Ja, wer da hingeht, ist tot. Palast des Urins, Tiefkühlkost, auch gut. Ja. So. Nagra ist halt noch da, ne? Aber das wolltest du, glaube ich, platt machen. Ja, auf jeden Fall. Kann ich ja leider nichts mehr machen. Also wie gesagt, Arsch der Welt und Tod. Das geht jetzt einfach unter in zwei Rebellionen. Da kümmere ich mich kein Stück mehr drum. Ob ich noch jemanden im Krieg erklären muss? Nee. Aber ohne Witz, ich habe meine Gegnerübersicht ist überschaubar. Nennen wir es überschaubar. Ah ja. Ende. Das war schon. Ich habe Tyrann von Naggaron bekommen als Achievement. Danke. Ja, das wissen wir ja. Du musst mir jetzt sagen, ich brauche nochmal deine Expertise. Wenn ich jetzt die Burg, wenn ich jetzt Berg Schrocktack, wenn ich das jetzt ausraube... Dann habe ich keine Bewegungsreichweite mehr danach, oder? Doch, bei Ausrauben hast du noch eine, aber du wirst random in irgendeine dieser vier
Kanäle rennen. Wenn du Glück hast, in denselben, aus dem du kommst. Wenn du es zerstörst, kannst du nicht mehr weglaufen. Und wenn du es einnimmst, kannst du auch nicht mehr weglaufen. Mhm. Aber nur ausrauben geht. Okay. Ja gut, da können wir eigentlich nichts verlieren hier bei der Nummer, ne? Eigentlich nicht, ne. 142. Das meinst du nicht ernst? Er hat 110 Kills mit seinen Schrott-Skelettbogenschützen gemacht. Ja, genau, vor allem auch noch teilweise gegen deine Fernkämpfer. Ja, von denen hättest du ja zwei Dreiergruppen gemacht, erste Salve und die Skelette werden zerfallen, ne? Guck mal, jetzt kannst du nämlich noch ordentlich weit weglaufen wieder. Ja, ich muss jetzt erstmal gerade hier versuchen, die Armee zu blockieren. Das hat sogar geklappt, das ist ja schon mal gut. Wie weit kann er jetzt noch laufen? Nicht mehr weit, das ist sehr gut, denn jetzt kann ich nämlich nach Norden weiterlaufen. Und die andere Armee bedrohen, ne? Und die zumindest bedrängen, ja. Was ist das hier? Den könnte ich verwunden für 60%. Was war das hier? Ich könnte seine Einheiten angreifen für 27%. Das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Oder für 27, das vergessen wir mal auch ganz schnell wieder. Du hast auf jeden Fall noch ein Level bekommen und machst mal hier bösartige Beschwörung. Oder kannst du irgendwas, warte mal, Level 15, kann ich irgendwas Cooles lernen? Nee, ne? Okay, pass auf, mal bösartige Beschwörung. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Ist die Nahkampfabwehr eigentlich auch bei Charges entscheidend oder gar nicht? Weil wenn man nämlich über die Nahkampfabwehr hovert, steht nur dran, dass es gegen Geschosse nicht helfen würde, logischerweise. Aber das zu wissen. Lauf mal hier hin. Ja. Ich verliere meine komplette Bewegungsreichweite, wenn ich darüber gehe. Das ist natürlich auch sehr fair, ne? Okay, pass auf. Dann könntest du aber theoretisch hier hingehen. Weil er konnte ja schon vorher nicht dran, ne? Er hat ja nicht genügend Bewegungsreichweite. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass das klappt. Und dann versuchst du es nochmal mit dreimal den billigsten. Ah ne, guck mal hier, versuchst du mal mit fünfmal den billigsten Einheiten, denn das billigste ist für meine Drookie gerade einmal gut genug. Und du stellst dich mal hier hin. Kannst du noch hier irgendwas machen? Kannst verwunden mit 21%, aber das bringt mir auch überhaupt nichts. Und dann läufst du mal gerade hier hin. Das ist doch hier in Tempel des Kane, genau. Gut, okay. Dann laufe ich erstmal hier hin. Das Malekätzchen hat nochmal ein Level bekommen. Das Malekätzchen ist aber ein ziemlich düsterer Kater, so wie der redet. Ich stelle mir gerade eine Katze vor, die so redet, ey. So Darth Vader, ey. Weißt du noch, was ich gesagt habe, wie ich den skillen wollte? Nein. Aber du wolltest nicht nochmal deinen Drachen skillen. Nee, den wollte ich in der Tat nicht nochmal skillen. Ich glaube, dann wollte ich ihm Nahkampfabwehr geben. Komm, ich mach das jetzt so. Ich habe ja nicht mehr so viel tödlicher Ansturm. Dann kämpft er, ne? Da sind wir wieder bei der Nahkampfabwehr, ne? Komm, ich gebe ihm jetzt die Kampfskills. Die halt bei Helden wirklich mega stark ist. Ja, es reicht ja so, der muss ja nicht zaubern, der Typ. Komm, mach so. Das Malekätzchen muss nicht zaubern bei mir. Du warst schon durch, ne? Einer meiner Zuschauer sagte mir noch, geh doch mal hin und nimm diese durchschlagenden Feuerpfeile, die sind ganz gut, um Einheiten von so einer Balustrade runterzuschießen. Die sind halt... Ja, ich kann es ja mal probieren, ne? Komm, wir skillen die einfach mal. Wir haben ja noch ein paar Skillpunkte über. Feuerpfeile? Was?
Ja, es gibt diesen Zauber durchschlagende Feuerpfeile. So. Und damit kann man wohl auch, also sagte mir einer meiner Zuschauer, damit kann man wohl auch ganz gut Einheiten von Mauern runterschießen. Komm, ich brauche mal hier Okay. bitte einmal Hinterhaltsstellung, in der Hoffnung, dass das hier funktioniert, klappt. Und da bin ich fast durch. Erstmal wichtige Frage, Mörb, brauchst du Kohle? Wenn du mir welche geben kannst, nehme ich sie, weil ich kann dann Ich Sachen gebe bauen. dir. Ich gebe dir dann sehr gerne noch etwas Geld, weil ich habe gerade noch ein bisschen was. Ob Jörg. Also, Ich laufe mal einmal schnell hier ich rüber. werde es auf jeden Fall los, keine Sorge. Gut, okay. Nee, das machen wir. Meine Zaubertruller. Was wollten die noch machen? Geschossresistenz ist ganz nice auf jeden Fall. Was hat die noch? Ah, warte mal. Das war die Torschellre-Granitschritt, ne? Die kann auf jeden Fall noch ein bisschen hier meine Dunkeldornen boosten. Und kaskadierender Feuerschirm kann die eigentlich auch noch lernen, ne? Das ist kein schlechter Zauber. 24 Nahkampfabwehr, 25% rüstungsdurchdringender Damage. Das ist kein schlechter Zauber, ne? Ist gut, So, ja. rekrutieren können wir jetzt hier zwar nicht, das ist aber nicht so wichtig. Pass auf, ich muss einmal noch Grond ausbauen. Für 7,2 und dann kannst du dir noch 5.000 von mir borgen oder so, wenn du Bock hast. Ja, haut dann einfach rüber, ja. Hackgräf Gut. musst du aber auch immer noch ausbauen, ne? Da, weil da dann halt einfach diese Minen von Hackgräf, die sind halt so mega. Ja, aber da fehlt mir noch Bevölkerungswachstum Okay. in Hargrave. Also ich habe da schon mein Verteidigungsgebäude reingestopft, ne? Da ist mittlerweile ein bisschen Dev drin, das ist schon ganz gut. Und mein Tyrant of Neggaroth, der wird auf jeden Fall mit seinem Barrock of Morgoth, wird er auf jeden Fall noch ein bisschen weiter hier nach Süden durchfahren. The ocean awakes. What did you say? Sail, damn you. So, und dann kann er da drüben nochmal plündern, nächste Runde. Weil alles andere bringt mir hier drüben nichts. Und wenn er da den Tempel des Cain angreift, dann verliere ich 2600, dann habe ich seine Armee aber ganz gut abgelenkt. Und mit der Armee kann er, glaube ich, nicht angreifen. So ist es nämlich. Dann müsste er mit dieser Armee dahin gehen. Das wäre doch gar nicht mal so kacke. Und du holst hier gleich noch Kohle von mir und dann bist du dran. Alles klar. Ah, Kinnas, echt. Ein Hin und Her und Her und Hin. Naja, der Stress lässt nach, sobald man endlich mal einige Gebiete fertig ausgebaut hat, ne? Dann muss man nicht mehr überall hingucken. Das Gute ist, wenn wir jetzt diese Verbannten von Nehek bald zu den Verbrannten von Nehek machen, dann wird das hier auch etwas entspannter. Ich habe jetzt endlich mal meine schwarze Garde von Nagarond und jetzt hat das malle Kätzchen auch endlich mal eine brauchbare Armee, ne? So, Tod macht seinem Namen jetzt übrigens alle Ehre. Du machst das automatisch, Ja, ne? logisch, Oder? das soll ja weg. Okay. So, wird niedergerissen, ist weg. Und die Revolte auch? Ja, logisch, Ja, das ist ja ne? eine normale Ja, ne? Revolte. Ja. So, jetzt guck ich mal, schaffe ich das jetzt diese Runde daran? Ich muss ihn jetzt nochmal angreifen, das ist halt wieder Kacke, ne? Aber ich Jo, kann das nicht schaffe hier ich. Das berechnen weiterlaufen. wir einfach ganz schnell. Dann habe ich nämlich jetzt Nagra genommen. Nice. Ich hole mir das Sklaven, plündern und besetzen. Har, 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 har. Auch nochmal fast 500 Sklaven, du. Nice, auch viel. Ja, jetzt hole ich mir noch leidenschaftlich. Ey, ich habe ja immer noch diesen fetten Malus, ne, weil wir ja wahnsinnig geworden sind. Wenn man sagen kann, danke Spiel für nichts. Oh, minus 105. Toschelre Granitschritt hat den Eintrag minus 105. Warte mal, jetzt hole ich mir erstmal die, wie hast du gesagt, 5000 kann ich mir von dir holen, ne? Yes, warte noch eine Sekunde. the Tuhi are mad, bloodthirsty killers. And you Ja. sent them. I Wir brauchen suppose. mal wieder ein paar schöne Ohrringe. So wird sie das machen, ne? So, Tiefkühlbox. Ah, oh, ne, warte mal, jetzt muss ich das hier reparieren.
Was habe ich hier? Ah, du kannst den wahnsinnigen Nachteil loswerden. Hat mehrere Runden in einer eigenen Region mit wenig bis keiner Korruption verbracht. Dann wirst du den wieder los, glaube ich. Ich glaube, dann wirst du ihn wieder los. Ich kann es nicht genau sagen, aber es scheint, der Tooltip sagt das so, ne? Also es. Ja, ich habe da jetzt gerade eben nicht die Zeit gehabt, drauf zu gucken. Naja, nee, ich habe nur gerade mal nachgeguckt. Ich habe den ja auch, den, diesen Drecks-Trade, ne? Mhm. Warte mal, ich kann ja auch die noch nehmen. Die sind ja auch nicht schlecht. Ich habe ja inzwischen die Möglichkeit, all die zu haben. Western des Singen des Verderbens, why not? Noch die anderen Hexenkriegerinnen in meiner Armee drin haben, ne? Muss ja nicht alle die gleichen sein. Aus sogar noch schnell. Die verursachen Angst. Okay, ja, das ist cool. Jetzt gucke ich noch ganz kurz, ob ich nochmal eine KI getroffen habe. Nö. Ja, das heißt, warte mal, wie sieht es hier mit der Rebellion? Okay, die Ding geht runter, gut. Also das ist sehr, sehr wichtig, wenn man das verliert, ey. Ansonsten wäre das nämlich so ein GG-Moment. Kosten die eigentlich so viel mehr, die Speerbestien? Teurer sind. Die Sperbestien. Mhm. Die Schweine bärig teurer. So, ja, dann Turn beenden. Halt, nee, warte mal. Ja. Set the sails. Ja, es gibt ja nochmal eine Rebellion bei Tiefkühlkost, aber was soll's. Das schlage ich gleich noch nieder. Danach muss ich dann. Winterzahn und Weltenwandler haben konföderiert. Yeah. Did you see? Okay, also ich laufe mal weiter Richtung große Arena. Oh, wir sind wieder zu Hause. Die Torschellere Granitschritt ist wieder zu Hause. Zurück aus der russischen Sibirien. Vom Russlandfeldzug, genau, ja. Aber echt, ey. Wir haben es hier schon eingesehen. Napoleon und Hitler waren doof genug weiterzumachen, bis sie verloren haben. Naja, wobei, wenn man sich diese Leute so anguckt, ist das vielleicht ganz gut so, dass sie verloren haben. Das Schlimme ist nur, dass da so ein wilder Blutzoll gezahlt werden musste. Natürlich. Ne? Aber, ja. Okay, so. Mellekätzchen, dann. Vielleicht können wir bei dir noch. Warte mal, du hast doch dieses komische Ding mit dem. Da Attribut Geländeverfahren. Da gibt es bestimmt was Cooles. Banner der ewigen Flamme. Rhetorika. Nee, dann nimm das Banner der ewigen Flamme. Das bringt mir hier mehr. Zepter der Stabilität. Ja, dann nimm noch steinerne Angriff. Wir können den echt mal ein bisschen aufbohren hier. Guck hier, 10% mehr Waffenstärke ist auch geil. Und das reicht mir da erstmal hier. Und die Schwester, die hat hier, die nimmt nur die durchschlagenden Feuerpfeile mit. Und dann gehst du erstmal, würde ich sagen, schon mal. Habe ich hier irgendwo mehr Erfolgschancen als 55%? Nö, ne? Habe ich nirgendwo. Okay, pass auf, geh hier hin. So. Und, ist der nächste Turn nochmal 5000 für mich oder ist es zu viel? Ja, ich habe nochmal 5000 für dich. Weil dann kann ich nämlich die nächste Forschungsebene einläuten. Das wäre echt nicht schlecht. Armee blockieren hat nochmal geklappt. Okay, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Nur weil wir es können, geben wir ihr noch einen schwarzen Pegasus. Ja gut, als Zauberin ist das, glaube ich, echt nicht schlecht. Ja, wobei die eigentlich nur, die benutzt eigentlich nur Skills, ne? Aber so kann man die auch mal auf so ein Viech drauf hocken, dann kann die auch wenigstens so ein bisschen was im Gefecht. Ne? Aber du weißt, dass das mehr Unterhalt kostet, der Pegasus. Ah ja, das ist gut zu wissen. Ja, der kann mich mal muscheln, der Typ da. Boah, okay. Kannst du ihn jetzt ausknipsen, bitte? Na also, okay, dann ist der Trottel da auch schon mal weg.
Plus 9% Chance auf Verwunden. I like you. I like you. Okay. Verstärkung behindern ist eigentlich so ein drecksunnötiger Skill, ne? Nimm doch mal. Attribut verursacht Angst. Nicht schlecht. Bring mir nur nicht so viel gegen Skelette, ne? Komm hier, nimm doch mal das normale Hexenbräu. Fühle ich so mit. Und. Ne, warte mal, sicherheitshalber. Nur falls wir es mal brauchen. Truppen auffüllen. Kann man mal gebrauchen unter Umständen, ne? Mhm. So, du kannst Einheiten angreifen mit 27% Erfolgschance und mit 27 und mit 21% Erfolgschance. Okay, dann pass auf. Weißt du, was du gut machen kannst? Rumstehen. Das kannst du gut. Jetzt müssten wir ja eigentlich... Habe ich Blitzschlachten mit der Tante da? Nee, ne? Bestimmt nicht, oder? Nee, habe ich natürlich nicht. Alles klar, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Du bist hier auf dem Weg. Dann machen wir Folgendes. Dann machen wir Folgendes. Der will dich auf jeden Fall angreifen und er kommt auch an dich ran. Das ist Kacke, das will ich nicht. Dann lauf hier hoch. Dann machen wir das jetzt doch so. Und dann nimmst du bitte noch ein paar Bogner mit. Warte mal, das ist zu viel. Du nimmst noch bitte zwei von denen mit. Und dann machst du noch... Ich brauche irgendeine halbwegs brauchbare Einheit, aber keine schwarze Garde, die ist zu teuer. Und die brauchen zu lange zum Rekrutieren, das ist alles doof. Ne? Dann nimmst du noch einen mit so einen Speerfritzen mit. Und alles andere machen wir mit Helden. Und du bleibst da locker, flockig, knackig stehen, weil die eine Armee kommt ja nicht an dich... Warte mal, der kommt ja gar... Der kann gar nicht an dich rankommen. Wie viel Bewegungsreichweite hat der? Minus 75%. Okay, pass auf. Muss ich dann überhaupt in die Hinterhaltsstellung gehen? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Weil der kommt ja gar nicht so weit. Dann pass auf, dann lauf hier hin. Weil die einzige Armee, die da gerade gefährlich werden kann, ist die hier. Und dann soll der dich halt angreifen. Dann haust du den halt so aus dem Leben. Ja, wenn der dich so angreift, ist er selbst schuld. Da wird er da so doof aus der Wäsche gucken. So doof hat er noch nie in seinem Leben geguckt. So, das Ding hier machen wir weg. Und das Ding hier machen wir auch weg, weil wir machen hier momentan plus 43 öffentliche Ordnung. Ich glaube, wir sind Maximum von plus 10, alleine durch das Gebäude hier. Reicht also auch. Wir brauchen also hier mehr Einkommen durch Sklaven. Halleluja. Dann hier bauen wir nichts, weil der Merb Kohle haben will. Und da bauen wir was und das ist okay. Und jetzt wollte ich noch einmal hier diese Stadt da unten plündern. Und warum, Spiel, kannst du mir das nicht anzeigen? Warte mal, okay, fahr noch ein bisschen weiter gen Süden. Jetzt muss ich meine Karte so ein bisschen drehen, denn ich würde gern hier hin, ne? So, genau, annihiliere die mal. Mhm. Es gibt nämlich nochmal Sklaven. Die haben da wenig zu melden, ne? Ausrauben. So, jetzt machen wir 10.000 pro Runde. Wow, davon kann ich nur träumen. Ja, ich habe auch viele Sklaven. Und ich habe halt alles auf Sklaven gemaxt, wo es halt ging, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Ja, ich arbeite immer noch daran, dass meine Hauptstadt Hargeel... das ist ein guter Name, ja. Dass das jetzt halt endlich mal Stufe 5 erreicht. In 3 Runden ist es soweit. Mhm. Das ist halt auch viel immer wieder zu Bruch gegangen in meinen Ländereien. Das ist halt das Problem. Ja, komm, mach den doch mal zu einem guten Tank hier, den Typen. Gib dem mal Führerschaftsbonus. Ich kann hier noch ein paar Einheiten rekrutieren. Ich glaube, das ist auch nicht so doof, wenn wir hier einfach noch 3 Piu-Piu-Piu Leute mitnehmen. Und jetzt brauche ich dich nicht mehr. Und dann brauche ich... Ja, du bleibst einfach mal hier und machst das, was du am besten kannst. Kaffee kochen. Mache, Junge. Und dann bist du dran. Und pump dir mal bitte nur 4.000. Ich habe 5.049. So ein Tausender muss ich mir für ein Event vielleicht noch zurückhalten oder so. Aber kannst du mich auf jeden Fall nochmal anpumpen. So, wo läuft der hin? Templis Cain, ne? Ja, habe ich mir fast gedacht. Ja. Ja, das ist okay. Schleift er jetzt halt, ne? Ja, das ist okay. Ich habe die Armee für 1.600 dahin geködert. Ist dann halt so. Seine Armee ist aber auch echt nicht gut, ne? Also es ist keine gute Armee, die er hat.
Und die andere Armee erwische ich gleich. Der hatte keine Bewegungsreichweite und das Melle-Kätzchen ist jetzt relativ nah dran. Wenn ich Glück habe, erwische ich den anderen Fritzen da oben, da den Kura. Scheiße. Kark greift dich an. Wo? Deine Arche oder was? Meine arme Arche wird geplättet. Ja. Ich hab's gewusst. Es ist nicht. Sobald ich deine Arche aufstelle, kommen die rüber und hauen mir eine so drauf. Klar, ne? Ja, ja. Kotzen, ey. Junge. Der war ganz schön mutig. Schau mal, wo der hingesegelt ist. Ich sehe es gerade eben nicht. Warte. Der steht direkt vor der Hellebron. Ja, dann würde ich, glaube ich, mal sagen, Racke ist Blutwurst, oder? Ja, aber echt, ey. Ohne Witz, ey. Da, also eigentlich wollte ich ja woanders hin, aber für dich mache ich eine Ausnahme, du komische Kuh. Kommst du dran? Ja, Logo. Bäm. Also die dümmste Aktion aller Zeiten, ey, von der KI. Aber du, das ist wirklich so, wenn du so schwache Armeen vorne dran stellst, die KI kann in der Regel nicht widerstehen, die anzugreifen, ne? Mhm. Die hat große Schwierigkeiten damit. Ich habe wieder diesen Goldgeräusche-Bug. Er hört nicht auf. Autsch. Die ganze Zeit klingelt die Kasse. Das habe ich aber nur, wenn ich mit dir zusammenspiele. Besuchen Sie Merb, da klingelt immer die Kasse. Ja, genau, wenn es im echten Leben nur genauso wäre. So, ja, also ich marschiere jetzt da hoch, weil ich diese Rebellion in der nächsten Runde ausschalten muss. Jetzt brauche ich durch diese Aktion gar nicht so... Ich glaube, ich muss mir noch gar kein Geld von dir sogar leihen. Warte mal, ich ändere hier nochmal was. Ja, schau mal ruhig. Gott, eh nervt das. Klingelingeling, hier kommt die eine. Oh, es kann echt sein, dass sie jetzt teurer geworden ist. Aber so kann die Schwester auf jeden Fall mehr. Oh ja, Alter. Ich muss dir ein anderes Reittier geben. Die kosten 488. Ja. Aber du, ich würde einfach mal sagen, ich übergebe dir jetzt und dann beenden wir die Folge. Denn das Klingeln hört nicht auf. Ja, das ist ätzend. Zum Glück kam es am Ende der Folge. Warte mal, erhöht alle Steuern. Zu Beginn haben Dingsbums. Ne, vergiss es. Alles klar. Siedlung ausgeraubt. Ach, der hat sie nur ausgeraubt, das ist gut. Können wir die Folge beenden? Das ist ein Nachteil. Ja, können wir machen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut, Pax, Wobiscum, Valete und tschüss. Tschüss.